Guten Morgen. Jazzsticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Booster Winter Feeling Honey Lemon Taste. Booster gibt es für gewöhnlich bei Rewe für so 50 Cent, 60 Cent. Irgendwie sowas. Vielleicht 70? Ist ja Edeka. Habe ich Rewe gesagt? Edeka. Es ist Edeka. Designtechnisch haben wir einen deutlichen Gelbüberhang dafür, dass wir von einer Winteredition sprechen, die normalerweise in Weiß-Blautönen gehalten ist, gerne nochmal braun oder, wenn man weihnachtlicher werden möchte, Gold und Rot und Dunkelgrün. Hier haben wir allerdings das Gelb, was natürlich auf das Lemon hinweist. Das ist in Ordnung. Optisch sehen wir hier noch so ein bisschen, optisch anders als optisch sehen wir sowieso nicht, aber wir sehen noch einen Snowboarder auf Schnee in einem Wald, der irgendeinen crazy Trick macht. Tja, tada, tja. 32 Milligramm Koffein, unbekannte Menge Taurin. Ich sehe kein Inosit, kein Glucuronolakton, keine Säfte oder ähnliches. Nichts Spezielles. Gar nichts. Erwartungen sind gering. Ich bin nicht talentiert, das mit links aufzumachen. Ultra krass. Es kommt so richtig brutal gleich der Honig rein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es gibt eine Beinote. Das kann spannend, aber auch anstrengend werden. Ich habe noch keinen Honig-Energy-Drink getrunken, glaube ich. Falls ich lüge, guckt euch die 300 plus anderen Videos von mir an und schreibt es mir in die Kommentare. Ich trinke diesen Booster Winter Feeling Honey Lemon Taste darauf, dass es manchmal Menschen gibt, von denen man weiß, dass es sie nicht mehr lange gibt. Das ist ungewöhnlich traurig für meine Videos, aber ich möchte an sie denken. Prost! Ja, schmeckt im ersten Moment wie eine Brause. Nicht krass zitronig, nicht sauer oder so, aber nach einer angenehmen Zitronenbrause. Aber schon nach ungefähr einer Sekunde im Mund bricht absolut Honig ein. Völliger Honiggeschmack. Schmeckt auch nicht schlecht nach Honig. Belegt nicht, ist nicht anstrengend, ist nicht wie Honig manchmal so fast ein bisschen kratzig wird, weil es irgendwie alles überlagert, sondern ist gelungen. Ob ich einen Honig-Energy-Drink allerdings haben will? Ja. Ich finde es zumindest was anderes, was Neues. Und das finde ich cool. Ich würde auch nicht ablehnen, nochmal einen davon zu trinken. Und empfehlen kann ich, solange man Honig gut findet. Ansonsten, tschüss und trinkt nicht zu viel von dem Gift. Vielen lieben Dank fürs Anschauen, Liken, Teilen, Abonnieren und Glocke drücken. Hinterlasst doch gerne auch einen Kommentar, falls ihr den Drink schon probiert habt oder das Design bewerten mögt. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi!